Herzlich willkommen bei Wein am Limit. Heute geht es weiter mit einer kleinen Trilogie, die uns mehr Spaß im Glas bringt. Und zwar aus einem sehr kleinen Anbaugebiet, die Nahl. Die Nahl ist ein primär eine Weißweinregion. Sehr vielfältig von den Bodenstrukturen, sehr vielfältig von den Rebsorten. Und mit 4000 Hektar ist sie halt bei den kleinsten. Heute geht es an die obere Nahl. Es geht zu Markus Hees, der dort Winzer ist mit seiner Familie, ein paar Hektar Weinberge bewirtschaftet. Oh, jetzt stelle ich ihn euch mal vor und sage, hey, hallo Markus, wie geht's denn? Kannst du dir mal ganz kurz vorstellen? Hi Hendrik, hallo nach Hamburg. Ja, uns geht's gut hier. Wie es frisch gebackenen Eltern so geht mit einer wunderschönen Tochter. Kurz drei Worte zu mir. Ich bin Markus Hees vom gleichnamigen Weingut aus Auen an der Nahe, genau genommen an der oberen Nahe, wie du es eben schon erwähnt hast. Wir bewirtschaften hier mit der Familie knapp 11 Hektar Steillagen, beziehungsweise in den größten Teil in Auen, mit einem kleinen Anteil noch in Monsingen, unter anderem auch in Hallenberg. Begeisterung ist hauptsächlich, oder beziehungsweise der Fokus ist hauptsächlich auf Riesling und Weißburgunder, weil wir denken, dass das hier bei uns im Seitental in das kühle Klima einfach ganz gut reinpasst. Normalerweise wollte ich heute mal euch ein bisschen die Weinberge zeigen und ein wunderschönes Video draußen machen, ist leider viel zu windig. Von daher werden wir das heute im Wohnzimmer an der weißen Wand machen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch aber trotzdem mal noch kurz, zumindest aus dem Wohnzimmerfenster raus, einen kleinen Ausblick in die Umgebung geben. So, wenigstens ein ganz kleiner Blick aus dem Küchenfenster. Da hinten im Hintergrund zu sehen ist unser Hausberg, der Römerstich. Man sieht eigentlich ganz schön, dass wir bei uns im Seitental neben Weinbergen auch ein recht gemischtes Landschaftsbild haben. Das heißt, neben Wäldern, Wiesen, ist an den warmen Südwesthängen letztendlich der Weinbau zu Hause. Man sieht auch ganz schön, klassisch 2020, es könnte mal wieder ein bisschen regnen. Von saftig grünen Wiesen ist aktuell wenig zu sehen. Es ist eher so ein bisschen steppenartig. Warten wir es ab. So, was ist jetzt das Besondere an Auen und seinen Weinbergslagen, also außer, dass sie hoch liegen? Ja, was ist das Besondere an Auen? Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Das ist circa 10 Jahre her. Zuletzt bin ich in den Betrieb mit eingestiegen, nach meiner Ausbildung. Und man fragt sich natürlich, ja, was macht man jetzt? Was hat man für Ideen? Was hat man für Visionen letztendlich? Man geht natürlich am Anfang oder wahrscheinlich auch glücklicherweise ein bisschen unbedarft an die Geschichte dran, probiert viel aus, guckt sich an, beobachtet, macht und tut. Bei uns in Auen ist es auf jeden Fall so, dass wir gestartet haben mit knapp 2 Hektar Rebfläche. Das ist ziemlich klein. Auen hat eine lange Weinbautradition, AK-Geschichte beziehungsweise hatte Ende der 70er, Anfang der 80er ca. 20 Hektar Rebfläche. Das Ganze ist leider geschrumpft auf knapp 2,5, weil viele Leute im Nebenerwerb die Weinberge bewirtschaftet haben und Weinbergssteillagen auf Gesteinsböden, auf teilweise sehr kargen Böden, kleine Erträge, viel Handarbeit ist natürlich was nicht unbedingt sinnvoll erscheint, wenn man die Trauben an Genossenschaften oder sowas verkauft. Deswegen wurden viele Flächen aufgegeben und wir hatten die Chance vor 10 Jahren damit zu beginnen, alte Weinbergssteillagen zu rekultivieren und diese im Prinzip wieder zum Leben zu erwecken. Auen liegt am, oder beziehungsweise unser Tal liegt am Nordwestzipfel des Anbaugebiets nahe. Die obere Nahe oder der Bereich der oberen Nahe ist prinzipiell sowieso der kühlste Part der Nahe. Wir sind eben noch ein Stück kühler, da wir noch ein paar Meter höher liegen. Das bietet eigentlich perfekte Bedingungen für Riesling und Weißburgunder. Auch gleichzeitig, wir erwähnen schon, unsere wichtigsten Rebsorten sind. Ich denke, wenn man sich die letzten Jahre eigentlich so betrachtet, sind wir klimatisch schon immer eher
am oberen Level, gerade für diese Rebsorten. Das heißt, die Jahrgänge sind tendenziell ziemlich warm. Haben wir natürlich bei uns hier den Vorteil, dass man jetzt einfach nur mal rein, was das Klima angeht, einfach ein bisschen später in der Vegetationsphase sind. Das heißt, wir fallen mal als Beispiel, das ist jetzt bald wieder soweit, eigentlich auch gerade so ab dem Reifebeginn, das heißt, wenn die Beeren weich werden, eine Phase rein, wo das Klima eigentlich über Tag schon ziemlich warm ist, aber wir doch sehr, sehr kühle Nächte haben, gerade so im September, Oktober. Das bedeutet, gerade in dieser Reifephase schreitet bei uns die Traubenreife sehr, sehr langsam voran. Ups. Schreitet die Traubenreife sehr, sehr langsam voran, bedeutet ja, dass man letztendlich immer Weine, ja, sehr, sehr aromatische Trauben bzw. Moste nachher von der Kälte erlaufen hat und das Ganze immer mit einer, ja, frischen, kühlen Ader durchzogen ist. Das in Kombination mit unseren Tonschiefer- und Sandsteinverwitterungsböden macht, glaube ich, schon in der Hinsicht so viel aus, dass es definitiv ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, was gerade für diese Stilistik, wie wir sie lieben, straffe, kühle und ja, Weine mit einfach einer tollen Würze. Aber das findet das selber raus. Das ist immer am besten. Versuch macht klug. So, jetzt kommen wir mal zu den drei Jahrgängen, zu denen Markus uns sicherlich noch was erzählen will. Es geht um einen Wein, sozusagen ein Herkunftswein. Er hat natürlich auch noch Lagenwein. Das ist der Auner Riesling, einmal aus 16, 17 und 18. Und wenn man denkt oder wenn man bedenkt, dass Riesling eine der Sorten ist, die eben reifen kann, zum einen A, B, auch lagern kann, aber nicht jeder Winzer baut ihn so aus, dass er wirklich auf Lagerung gemacht ist. Und welches Unterscheidungsmerkmal hat man eigentlich heutzutage als Konsument? Wo man als Konsument ja meistens darauf gepolt ist, eigentlich immer das gleiche Produkt zu bekommen. Und das kriegt man ja auch von den Industrieweinen und von den großen Firmen dann perfekt ins Glas gespielt. Upsala. Oh, das ist gleich die ganze Kappe mit abgekommen. Das heißt also, dort wird vermieden, eigentlich diese Jahrgangsunterschiede zu zeigen. Nun ist es aber hier in Aun ja ein bisschen anders, wie wir von Markus gelernt haben. Und eben deswegen können also die Jahrgänge erstmal A sich unterscheiden und B belässt der Markus den Ausbau eigentlich von Jahr zu Jahr relativ gleich. Und somit bleibt der Jahrgang, also sprich das Klima des Jahrgangs sozusagen eine, neben dem Winzer, das sind die einzigen Komponenten. Denn ansonsten bleibt uns der Riesling weiterhin, es sind die gleichen Weingärten oder ziemlich dieselben Weingärten, es ist der gleiche Boden, ist das gleiche Alter der Weingärten und und. Also der Unterschied kommt hier wirklich durch die einzelnen Jahrgänge zustande. Und jetzt kommen wir mal, Markus, jetzt habe ich hier 2016er im Glas. Was kannst du mir denn zu 2016 sagen? Ja, vielleicht vorab, bevor ich zum Jahrgang 2016 was sage. Prinzipiell ist diese Ortsweingeschichte, also in dem Fall Auener Riesling, immer eine ganz tolle Geschichte, weil es für mich super interessant ist. Wir haben natürlich auf verschiedenen Talseiten auch ganz viele verschiedene Parzellen. Bedeutet, am Ende ist jedes Jahr, jede Parzelle auch ein Stück weit anders. Je nachdem hat man ein feuchtes Jahr, hat man ein trockenes Jahr. In dem einen Jahr sind die kargeren Parzellen, in dem anderen Jahr sind die Parzellen mit ein bisschen mehr Bodenmächtigkeit bzw. teilweise ein bisschen mehr Lehm besser. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und bei den Ortsweinen ist es halt so, dass wir bei der Handlese sowieso jede Parzelle getrennt ernten und auch oft im Keller ausbauen, teilweise auch die Unterschiede in Parzellen oder in einzelnen Parzellen rausarbeiten. Somit haben wir nachher im Keller eine riesengroße Spielwiese an ganz vielen verschiedenen kleinen Tanks. Und ja, deswegen ist gerade diese Kategorie Ortswein super spannend, weil es so ein bisschen letztendlich das ganze Tal abbildet. Das heißt, man hat nicht nur irgendwie von einem einzelnen Weinberg einen Ausdruck, sondern hat eigentlich eine tolle Komplexität. Ja, macht sozusagen einen größeren Rundumschlag. Der Jahrgang 2016 ist, ja, wie ich finde, ein sehr, sehr tolles Jahr. Nach dem warmen 2015 war 2016 auf jeden Fall kühler.
rein persönliche Meinung, aber ich mag die kühlen Jahre eigentlich fast lieber als die warmen, obwohl es bei uns per se schon kühl ist. Trotzdem finde ich es persönlich immer noch spannender, wenn wir die Möglichkeit haben, die Trauben teilweise, oder gerade beim Thema Riesling, die Trauben bis weit in den November reifen zu lassen, weil desto langsamer das Ganze hinten raus ja letztendlich reift, desto ja, mehr Spannung haben die Weine am Schluss. Das heißt, wie du es eben auch schon beschrieben hast, das ist, 2016 ist auf jeden Fall ein etwas schlanker, kühlerer Jahrgang. Die Weine sind definitiv von ihrer Würze, ja, am Ende auch wirklich, was ich eben auch schon mal erzählt habe, eine kühle Anmutung. Das finde ich, trifft es eigentlich immer am besten. Es ist ein bisschen rassiger, ein bisschen schlanker, filigraner. Hat auf jeden Fall aber noch Potenzial. Also muss jetzt nicht irgendwie heute oder morgen getrunken werden. Ich würde sowieso empfehlen, egal bei allen drei Weinen, egal welchen Jahrgang, ja, wenn die Lust nicht größer ist, dann trinkt die Flaschen auf jeden Fall über mehrere Tage. Auch bei den gereifteren Jahrgängen, ja, oder was heißt gereift? 2016 ist nicht wirklich gereift, aber gerade auch bei den 2016 und 2017ern wird man auf jeden Fall noch über zwei oder drei Tage dann eine tolle Entwicklung wahrnehmen in der Flasche oder in der halbvollen Flasche. Es ist eh eigentlich ein, ja, oder bereitet mir immer die größte Freude, wenn man Weine hat, die einfach eine tolle Stabilität haben. Also wir machen da auch immer mit unseren Sachen einen Selbsttest, haben hier bei uns hinten dran in der Küche immer Gläser stehen mit Dingen, die wir dann einfach mal über Wochen, ja, oder über Tage, manchmal auch Wochen sogar stehen lassen und einfach gucken, in welche Richtung geht das, wo bewegt sich das hin. Und musste da wirklich auch schon oft feststellen, dass wir eigentlich, ja, dass unsere Weine doch eine sehr, sehr gute Stabilität am Ende haben. Das heißt, natürlich wird auch der Ausbau im Keller darauf, ja, fokussiert, dass die Weine ein langes Leben haben. Aktuell jetzt gerade liegen die letzten 2019er noch auf der Hefe. Die Ortsweine sind jetzt, also beziehungsweise auch nach Riesling 2019 ist jetzt gerade zuerst gefüllt worden. Also wir sind da auch immer ein bisschen später dran, als das so ja, handelsüblich auf dem Markt ist. Weil ich halt denke, dass gerade mit einem langen Hefelager einfach die Sachen mehr Komplexität, auch mehr Lagerfähigkeit, einfach auf Langstrecke viel, viel besser dastehen. Auch wenn das Ganze am Anfang ein bisschen, ja, verschlossener, ein bisschen zurückhaltender ist, ist es einfach nachher mit der Zeit, mit der Reife umso spannender. Wow, ja, da zeigt sich aber wirklich schon ein bisschen, mit 4 Jahren so ein ganz bisschen die Reife jetzt, das, was Riesling eben hat, wenn er seine Fruchtigkeit verliert und in so eine, ja, Aromatik geht, die so ein bisschen an Croissants und warmen Brotteig erinnert. Und trotzdem eben immer diese Würze und diese Pfeffrigkeit oder Schieferwürzigkeit, würde ich sie mal nennen. Und am Gaumen eben eine wunderbare Säure, sehr gerade, sehr strukturiert. Für mich ein Wein, der jetzt so sich wunderbar präsentiert und zwar noch nicht auf dem Höhepunkt ist, aber immerhin schon sozusagen auf dem Höhepunkt, auf dem Plateau des Höhepunktes oder Plateau de Maturité, wie der Franzose sagt, sich befindet. Ganz köstlich schmeckt und für Leute, die ihren Riesling nicht ganz so jung trinken wollen und trotzdem eben diese zupackende Säure mögen. Jetzt kommen wir vom Jahrgang 2016 zum Jahrgang 2017. Und was ist denn da eigentlich passiert bei dir? Ja, 2017. 2017 ist definitiv ein wärmeres Jahr gewesen als 2016. Also es liegt nicht nur, was die Zahlen angeht, zwischen 16 und 18, sondern klimatisch auch so ein Stück weit dazwischen. Was man am Ende bevorzugt, ob es jetzt 16 oder 17 ist, ist reine Geschmackssache. 2017, wie gesagt, ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Reife am Ende. Trotzdem immer noch von einer, ja, kühlen Ader durchzogen, so wie es eigentlich mag. Ist auf jeden Fall ein Jahrgang mit einem tollen Potenzial. 16 mit Sicherheit auch. Was am Ende in der Reife irgendwo siegt, probiert man am besten selber aus. nein, Spaß. Also es ist am Ende jahrgangsunabhängig immer unser Ziel, eine homogene Kollektion hinzustellen. Das bedeutet,
Hat man gute Bedingungen, hat der Jahrgang schlechte Bedingungen. Am Ende geht es uns immer darum, dass man in jeder Kategorie letztendlich einfach eine gute Kollektion dastehen hat. Und gerade die Ortsweine finde ich immer eine tolle Kategorie, da ist eigentlich auch schon so ein, es zeigt schon ein Stück weit einen Ansatz von der Herkunft. Es hat eine gewisse Komplexität, hat auch eine super tolle Lagerfähigkeit. Und entsprechend auch, ja, es ist eigentlich relativ viel Wein. Also ist auf jeden Fall eine Kategorie, die man nicht verkennen sollte. Also man muss sagen, Markus bleibt sich und seiner Stilistik treu. Also auch hier merkt man ganz klar, den klassischen Riesling ist hier im Vordergrund, also nicht dieser nur nach Zitrone und Früchten duftende Riesling, sondern auch eher von dieser Würze begleitet. Wow, das ist nochmal etwas eindrucksvoller, es ist noch etwas komplexer, es ist etwas tiefer, es ist ein bisschen eine Spur rauchiger. Man merkt aber hier auch ganz klar eine andere Reife, die man wahrnimmt. Die Säure nicht ganz so knackig und stahlig wie in dem 16er, hier so schön integriert. Ganz im Mundgefühl, ein bisschen schmelziger, ein bisschen cremiger, ein bisschen weicher und ein schöner Kontrast. Aber ich behaupte, wenn man 16 getrunken hat und 17, kann man feststellen, dass die was miteinander zu tun haben. Nämlich ihre Platz und ihre Herkunft eigentlich schon sehr, sehr gut zeigen und auch ein bisschen die Handschrift natürlich von Markus, der die Weine eben so schön gelassen und in so einer schönen Tradition wie hier ausbaut. So, Markus, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Neuzeit. 2018er Auener Riesling. Und 2018, das ist ja noch nicht so lange her. Ich meine mich zu erinnern, das war ein ziemlich warmes Jahr. Und ich glaube, wir haben dich auch besucht. Es war ziemlich warm sogar. Ja, 2018 war für uns ein sehr, sehr besonderes, spezielles Jahr. Wir hatten einen sehr, sehr warmen Sommer, wie fast überall. Es war sehr, sehr trocken, bedeutet, dass ja letztendlich die Reben gerade bei uns in den Steillagen um Wasser kämpfen mussten. Hat für uns ganz, ganz kleine Erträge bedeutet. Dann gab es aber noch ein besonders tolles Ereignis, und zwar hat es am 5. September gehagelt. Man kann sich vorstellen, dass wenn es auf Reiftrauben hagelt, dass das Ganze nicht so prickelnd ist. Das wäre die negative Seite. Die positive Seite war, dass es zum Glück danach, ja, ich glaube, wir hatten noch nie so einen trockenen September und Oktober, auch gerade nachts, morgens überhaupt keine Taubildung etc. pp. Das heißt, die ganzen angeschlagenen Beeren sind eingetrocknet und wir konnten, nachdem wir zuerst mal ja, letztendlich nach dem Hagelschlag abgewartet haben, dann anfangen, Oktober mit der Selektion beginnen, letztendlich bis Ende Oktober. Also die ganze Ernte war eine Selektion. Was ich trotzdem bei uns finde, und das spürt man jetzt aktuell auch irgendwie, wenn man jetzt den Jahrgang 2018 probiert, die Weine haben eigentlich keinerlei Anzeichen von Überreife, beziehungsweise ich glaube ein Stück weit, dass uns, dass wir wiederum, ja, man muss immer der ganzen Geschichte was Positives abgewinnen, dass die Weinberge in dem Moment, als es bei uns gehagelt hat, letztendlich ja, zuerst mal auf die Stopptaste gedrückt haben. Das heißt, zum reinen Selbstschutz und ja, um zuerst mal wieder zurechtzukommen, haben die letztendlich die Vegetation einfach mal ruhen lassen. Das bedeutet, dass 14 Tage bis, ja, vielleicht sogar 3 Wochen zuerst mal gar nichts passiert. Und das könnte uns eigentlich wiederum hinten raus in der Reife geholfen haben, dass wir immer noch eine tolle Frische und letztendlich auch trotzdem immer noch eine gewisse Kühle eigentlich in den Weinen haben. Also prinzipiell ist 2018, glaube ich, schon ein Jahr, was eher, wo man viele Weine eigentlich findet, die eine gewisse Wärme ausstrahlen. Und ich glaube, das konnten wir ganz gut eigentlich damit kompensieren. Klar ist es natürlich jetzt auch der jüngste Wein, der ein Stück weit dann noch in seiner Fruchtphase ist. Aber ich bin eigentlich trotz der
ja, trotz der Hitze und trotz der Bedingungen, die wir hatten, eigentlich sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass auch diese Weine ganz, ganz toll reifen können. Also würde sowieso, wenn ich es schon mal gemacht habe, nach dem fünften Video vergisst man auch schon wieder, was man am Anfang erzählt hat. ich würde sowieso wirklich alle Weine definitiv, also absolute Empfehlung, probiert sie über mehrere Tage. Es lohnt sich in jedem Fall, einfach die Entwicklung ein Stück weit zu beobachten. Ich glaube eh, dass es ja immer Sinn macht, oder auch gerade was so was Jahrgänge angeht oder überhaupt Weine angeht. Ja, der direkte Vergleich ist immer der beste, beziehungsweise lügt nie. Also macht auch alle Flaschen am selben Tag bestenfalls auf und verkostet es. Wünsche viel Freude damit. Ja, liebe Grüße aus Auen. Ja, vielen Dank, Markus. Jetzt bin ich dran. Jetzt gucke ich mal, ob das bei mir auch so war. Und 2018. Natürlich der jüngste Wein der Runde. Und natürlich, auch wenn hier mit Schraubverschluss die Weine wesentlich langsamer altern und auch gleichmäßiger altern häufig als unterm Korken, ist natürlich der jüngste. Ja, aber es ist interessant, eben auch hier ganz klar, man merkt hier aufsteigend, dass dieser würzige Ton und dieses an Brot und Sauerteig und warmes Gebäck erinnernde Nase, das ist da. Und natürlich auch die Fruchtigkeit, auch hier sehr schönes Spiel, finde ich, so hat von der Aromatik her fast ein bisschen Ähnlichkeit mit 17. Am Gaumen vielleicht nicht so konzentriert wie 17 und auch nicht so wie 16. Eher schlank. Ja, schon sehr früh eigentlich jetzt da. Präsentiert sich schon in einer sehr, sehr guten Reife. Und denke mal, auch ein schöner Botschafter für dieses eher warm geprägte Jahr, von dem man ja nachsagt, dass die Weine sich relativ schnell entwickeln. Dieser Wein kann noch reichlich auf der Flasche liegen, muss es aber nicht. Aber man kann ihn schon ganz gut trinken. Aber ich denke, er wird sich sicherlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch mal weiterhin positiv verändern, sofern man reife Weine mag. Und das ist so ein bisschen heute die Quintessenz für mich. Dreimal Riesling, dreimal der gleiche Winzer, dreimal die gleichen Böden, aber sehr unterschiedliches Klima oder zumindest Teilklima, weil wir sind ja eben an der oberen Nahe, wir sind bei den höchsten Weingärten der Nahe und dementsprechend hat das Markus wunderbar geschafft, hier seine Handschrift zu zeigen, ohne sich darin selbst zu verlieren, sondern immer ein bisschen im Vordergrund, was ihm die Natur bietet und wie man das Beste daraus macht. Also in dem Sinne wünsche ich euch jetzt mehr Spaß im Glas und diese Trilogie, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne nachvollziehen, könnt ihr kaufen das Paket bei uns und einmal so für euch im Freundeskreis oder alleine oder je nachdem mit wem einfach zusammen genießen. In dem Sinne, viel Spaß damit und mehr Spaß im Glas.